Hallo liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, herzlich willkommen bei Ihnen bei Inbalz Tarot. Ich möchte hier noch meinen Senf abgeben zu Orakel der Göttinnen. Ich habe die Karten für die Jahreslegungen für 2022 eingesetzt und ich setze sie auch sonst recht oft ein. Sind einer meiner Lieblings-Orakelkarten. Ja, lieb sind sie auch, aber auch Lieblings-Orakelkarten. Orakel der Göttin heißt, das klingt sehr so Frauenpower-mäßig und so, aber es geht nicht darum. Es geht schon mehr darum, die weibliche Energie zu stärken. Die weibliche Energie, weibliche Energie. Wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, in einer stillen Situation befinden, wo wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Und darin befinden sich viele, ja. Es braucht schon lange, bis man sich an Tarot wendet. Da braucht es viel dazu. Wenn man sich in einer solchen Situation befindet, dann neigt man dazu, männliche Energie einzusetzen. Strategie, Kampf, Angriff, Defensive, ja, solche Dinge. Und diese Karten hier helfen dabei, es mal auf eine ganz coole, andere, sanfte und sichtbare Art zu lösen. Und sieht man ganz deutlich bei den Jahreslegungen für 2022. Und ich habe sowieso, also 2022 ist schon ein Jahr der Frauen. Ja, da geht vieles nach der Nase der Frauen, das sehe ich. Beziehungsweise die weibliche Energie steht im Vordergrund. Es kommt mit einem Begleitbuch hier. Okay. Die Karten sehen dann so aus, sind die einzelnen Göttinnen da so abgebildet, sind viele verschiedene Göttinnen, also es sind nicht nur keltische oder so, sondern wirklich von peruanisch über ägyptisch hin zu so Artemis habe ich hier, griechisch und weiße Tara, indische, ja, von der indischen Region und. Da ist wirklich allerlei. Da gibt es sogar eine japanische Göttin, da meinte ich. Saraswati klingt auch indisch. Da ist alles Mögliche hier, eine französische Göttin. Die Karten hier haben eine unglaubliche Energie. Das kann ich dir schon mal sagen. Die Größe ist perfekt für meine Hände. Man kann sie sehr gut so mischen. Sind mit einem goldenen Rand hier. Ich wähle die Karte dann jeweils hier mit der linken Hand, wähle ich die entsprechende Karte. Es gibt hier ein Begleitbuch dazu. Die erschreckend detaillierte Tipps gibt, Anweisungen gibt. Also man ist mit einem Thema beschäftigt, zum Beispiel fragt man sich, oder wie soll ich jetzt mit der Wohnungssuche fortfahren? Und dann sieht man eine Göttin und dann liest man das im Buch und da fehlt das Stichwort. Ja, so Haus suchen, Haus finden. Also erschaffe zuerst ein Haus in dir, dann findest du das Haus da draußen. Solche Dinge, das sie haben sehr konkret, was ist gekommen? Kuan Yin, Mitgefühl. Ja, das ist was anderes. Nee, ich habe mich jetzt nicht konzentriert. Die japanische hat sich jetzt gezeigt. Ich muss einfach in Bezug auf diese Karten sagen, die haben eine enorme Energie. Und es ist schon vorgekommen, dass ich bei Legungen, wo ich gar keine Orakelkarten eingesetzt habe, ja, dass mir dann eine Gestalt erschienen ist. Das ist in den Aufnahmen, ist das drin. Die Leute haben das gesehen, wo ich eine Person beschreibe, eine Dame, und ich beschreibe sie mit der Haarfarbe und all das und wie sie da steht und so. Und dann rufen mich regelrecht diese Karten. Das ist ein paar Mal passiert, dass ich das Video gepaust habe, gestoppt habe und dann die Karten geholt habe. Und dann habe ich eine Karte gezogen, das ist genau die erschienen, die mir da erschienen ist. Genau diese Karte. Also die Karten haben eine sehr, sehr, sehr starke Energie. Einfach zur Info, das kann vielleicht Angst machen, muss es aber nicht. Ja, dein Ex sollte dir Angst machen. Diese Karten sind einfach in ihrer. Die erfassen die Energie der Situation sehr gut. Ja, helfen sehr, so im Hohepriesterin-Modus zu sein, so in der Mitte zu sein, die Ruhe zu finden, cool zu bleiben, es in einem größeren Rahmen zu sehen und vor allem im Rahmen der weiblichen Energie. Es sind Karten, die aus jeder Situation eine Win-Situation machen.
Es sind nicht Karten, die sagen, scheiß drauf, schließ ab, geh neu. Nee, die Karten machen aus jeder Situation eine gewinnbringende, eine fruchtbare Situation. Und ich finde sie sehr gut, sehr empfehlenswert. Also für mich haben sie eine sehr starke Energie. Eben die treten manchmal auch hervor, die Damen hier. Aber ja, ist dann von Person zu Person verschieden. Müsst ihr euch sonst auch die Bewertungen auf den Websites und alles anschauen. Okay? 44 Orakelkarten und Anleitung steht hier. Du findest diese Karten unten in der Infobox im obersten Kommentar unter Übersicht aller Tarotkarten aufgeführt. Okay? Kann man auf Amazon, war das glaube ich, bestellen. Der Link ist dort auf meiner Website. Den Link auf meiner Website findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar unter Übersicht aller Tarotkarten. Okay? Wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Bye bye.